Cheerio, meine lieben Fenster, willkommen zurück zu Furry Fenster F. So. Tschüss, Mikrofon. Mein Mikrofon hat sich gerade verabschiedet. Hallo. Ah, mein Mikrofon abend. Meint er, muss mich gerade ärgern und nerven und. Es ist gerade Freitagabend, so. Nach einem Arbeitstag. So, ja, wir sollten ja hier jetzt in diesem Boo Valley da Dings hier machen, ne? Die nächste Fury suchen, nachdem wir jetzt Mariana dazu bekommen haben, was ich relativ feier, muss ich ehrlich sagen. Stimmt, ich wollte eigentlich was machen, was ich nicht gemacht habe, es tut mir leid. Ich wollte die Schwerter aus der Göttin rausziehen, um es bessere, ja, Effekte zu holen. Habe ich leider vergessen, tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Ich weiß, das ist eine Lüge. Können mal passieren, ja. So. Da. Meins. So. Dann. Nein. Nur dieses Change Enemies, wo ich dachte, was bringt mir das? Werden die Gegner dann leichter, schwerer? Ich hab. Sag mal ganz ehrlich, Mikrofon. Entschuldigt, wenn das bei euch jetzt gerade ein bisschen komisch klingt. Aber das macht mich gerade hier irre. Kannst du mal so bleiben, wie du sein sollst? Gottes Mann. Jesus Christ. Ja, ich kann echt nicht mehr reinholen, das ist das Traurige. Ich muss mich mal bedanken, noch mal dran denken. There's evidence that someone's been through here already. Not too long ago, by the looks of it. Hey Fang, hier sind Hinweise, dass irgendjemand hier durchgekommen ist. Und das ist noch nicht so lange her. Well, we came here to get the Fury before, so. Nun, wir kamen schon mal hierher, um die Fury zu bekommen, von daher. That was basically a different world, remember? Aber das war eigentlich eine ganz andere Welt, weißt du? We're back in the past, so this is technically the first time we've ever been here. Wir sind ja eigentlich in der Vergangenheit, also es ist so gesehen eigentlich das erste Mal, dass wir hier sind. Oh yeah, right. Man, this is so confusing. Ah ja, stimmt. Das ist so verwirrend. Okay, so what's it mean? Someone else was here earlier? There's all kinds of weirdos wandering the globe. Also was bedeutet das, dass jemand schon vorher hier war? Nun, es gibt viele verschiedene Verrückte auf dieser Welt. If they came because they know there's a Fury here, it could be another fencer. We need to be careful. Wenn sie hierher gekommen sind, weil es hier eine Fury gibt. Könnten das Fenster sein. Wir sollten aufpassen. Da ist sie, unsere liebe Mariana. Nun, was soll ich sagen? Ich mache hier einen Cut und wir sehen uns dann wieder bei der Zwischensequenz oder Boss oder so. Also, so, da sind wir auch schon wieder. Ich bin angekommen und muss sagen, Mariana spielt sich eigentlich relativ gut. Also, ich habe jetzt ja eine Weile mit ihr gespielt da und ja, ich habe allerdings jetzt wieder den Fan wieder als Leader genommen. Weil der einfach die Ability hat, wie zum Beispiel Schutz vor Überraschungsangriffen. So. Dann schauen wir mal. Lady Mariana, there's something here. Lady Mariana, hier ist etwas. It seems to be guarding the Fury. Es scheint, als wenn es die Fury bewacht. Guess it works the same as in our old world. But we'll just have to take it out and get the Fury. Let's do this, Aaron. Nun, ich denke, das ist wohl das gleiche wie in der alten Welt, hm? Nun, alles was wir tun können, ist es einfach fertig machen und die Fury nehmen. Los geht's, Aaron. Okay, Fang. Let's get fired up. Das ist ein Boss. Was denn? Das ist aber ein mickriger Boss. muss mich entschuldigen für so ein paar Sprachfehler. Wie gesagt, es ist Freitagabend. Ich habe heute schon den ganzen Tag gearbeitet. Auf meiner Arbeit, ihr wisst ja, was ich arbeite, sabbelt man halt sehr viel. Man hat von Fusseln auf was. So. Boom. Eine Leiste weniger. Executing. Magic Lance. Pumps. Zeig mal, wie das hier ist. I'm trusting you. It's me, Color. Miss. Wow. Miss. Sehr schön. So will ich das sehen. Angriff Miss. Here I come.
Grillhähnchen. Mhm. Sehr schön. Bam. Das ist ein Endgegner. Cynical, ne? Für Tage Movement Slice. Mariana ist schon gruselig irgendwie. Aber richtig ladyhaft. Sie ist richtig ladyhaft, das kann man ja noch sagen. Boah. Komm her. Bam. Wunderschön. Poke. Squatch und Poke. Was ist das für ein Boss? Ah. Muss sagen, mir fehlt irgendwie die Waffe von Fang. Also, seine neue Ultimative. Oh yeah. Na dann lass uns mal loslegen. Stimme von Kalara. Ja! Magical Girl! Sailor Moon! Sailor Moon! Pam pam. Pam. Let's do this. Na komm, zum Abschluss nochmal hier. Hallo? Da. Unleashing Force Impact. Boom. Ja. Yeah. Der Blick vom Fang kommt mir auch schon so ein bisschen böse vor. Euch nicht? Ich habe gar nicht geguckt, wie viele Minuten wir vorher auf hatten. Kann ja sein, dass es ein bisschen Überlänge ist. Alright, now where's that Fury? Hallo? Wo ist die Fury? I didn't see one anywhere. Ich sehe halt keine. Hm? Hey, hold up. Something smells good. Hey, warte mal, etwas riecht gut. It smells like chamomile tea. Nein. Nein, Tiara ist nicht hier. Nee. Es riecht wie Kamillentee. Tiara ist nicht hier. Nee. Nee. Kamillentee? Could that mean? Kamillentee? Könnte das bedeuten? Da ist sie. What a wonderful fragrance. A nice cup of chamomile tea after a hard day's work is pure bliss. Don't you agree, Kili? Sie hat zwar andere Kleidung an, aber sie ist da. Schön. Was für eine wunderschön, was für eine wunderschöne Szenerie. Ein netter Tässchen Tee. Und nach einem Tag voller harter Arbeit, Mann, ist pure Freude. Weißt du nicht, Kiwi? Tiara, it's you. What are you doing here? Tiara, du bist das. Was tust du hier? Who might you be? And how did you come to know nein, nein, das ist natürlich die Tiara dieser Welt hier, ne? Ich denke mal, diese helle Kleidung deutet auch davon auf hin, dass sie jetzt dem Licht zugewandt ist. Weil die dunkle Kleidung sah ja schon, hatte irgendwie sowas wie der Präsentierendes vom dunklen Gott. Hä? Und wer bist du? Und wie kommt es, dass du meinen Namen weißt? What are you talking about? It's me, Fang! Oh, you're alive.
That's such a relief. Was redest du denn da? Ich bin's, Fang. Und du bist am Leben. Das ist so erleichternd. Are you perhaps a stalker? That would explain your odious face. Bist du vielleicht ein Stalker? Nun, das würde dein seltsames Gesicht erklären. Yeah. No matter how much the world changes, she's still the same rotten, black-hearted, stuck-up harpy she always was. Egal wie sehr sich die Welt verändert, sie ist immer noch die verrottete, schwarzherzige, mit Stock im Hintern treibende Harpie, die sie immer ist. Oh Gott, was für eine schlimme Sache zu sagen. Oh my, I must admit, I somewhat enjoy this new feeling. I wouldn't mind if you said a bit more. Aber sie ist immer auch so unterwürfig veranlagt. Oh nein. Aber oh Mann, ich muss zugeben, dass dieses Gefühl, neue Gefühl, was ich fühle, echt schön ist. Das würde mir nichts ausmachen, wenn du noch mehr sagst. Die selbe alte Tiara, wie es aussieht. Tiara, do you really not remember us? Erinnerst du dich wirklich nicht an uns? You don't remember traveling with us and standing by our side as we fought the Vile God? Erinnerst du dich nicht daran, wie du mit uns gereist bist und wir zusammen gegen den bösen Gott gekämpft haben? Vile God? I have no idea what you're talking about. I thought I made it clear that we are perfect strangers. Böser Gott? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich dachte, ich habe es klar gemacht, dass wir eigentlich totale Fremde sind. Why are you all saying such creepy things? I suppose I understand if you're all stalker friends, but still. Warum sagt ihr so gruselige Sachen? Ich meine, ich würde es verstehen, wenn ihr alle Stalker-Freunde seid, aber dennoch. What do you mean creepy? Was meinst du mit gruselig? I'm sorry, but I simply do not have the time to deal with depraved stalkers such as yourselves. Es tut mir leid, aber ich habe nicht die Zeit, mit seltsamen Stalkern wie euch mich zu beschäftigen. I have obtained my theory, so now I will take my leave. A good day to you all. Nun, ich habe meine Theory bekommen und nun werde ich mich verabschieden. Auf Wiedersehen. Hey, hold on a second. Hey, warte mal. Fang, we have to go after her. Fang, wir müssen hinterher. Fang? Fang? What's the matter? Fang, was ist los? Tiara is alive. Tiara ist am Leben. Fang. That perverted, rotten harpy is still alive. Diese perverse, verrottete Harpie ist am Leben. I thought this world was completely different, but I've still got at least one old thorn stuck in my side. Ich habe schon gedacht, diese Welt wäre total verändert, aber immerhin habe ich noch einen alten Dorn in meiner Seite stecken. Fang, what you said was awful, but you look positively ecstatic. Fang, was du gesagt hast, klang unglaublich böse, aber du siehst trotzdem positiv aus. What the hell are you talking about? Was soll da redest du? It's okay, Fang. Even Marissa can see right through you. Es ist okay, Fang. Eben auch Marissa kann bereits durchschauen. You're happy she's alive, right? You really don't have to hide it. Du bist wirklich froh, dass sie am Leben ist, oder? Du musst sie wirklich nicht verstecken. Who says I'm happy? Was sagst du, sie froh, okay, bin? Okay, fine. Anyway, let's head back to the inn. There's something I need to talk to you about. Okay. Jedenfalls, lass uns zurück zum Hotel gehen. Da gibt es etwas, worüber ich mit euch reden muss. Es ist ja schon fein. Also es ist ja schon was Schönes, dass Tiara lebt. Auch wenn sie jetzt die Tiara dieser Welt ist. Kann man ihr anders sagen. So. Yep. Und zwar zum Hotel. Hallo, Hotel. That Tiara isn't the Tiara we knew? Diese Tiara ist nicht die, die wir kannten. That's right. The only people who came to this new world were the ones who were around for the battle with the Vile God. Das stimmt. Die einzigen Leute, die hierher kamen, waren die, die während des Kampfes mit dem bösen Gott da waren. But we'd already lost Tiara by then. Aber dort haben wir bereits Tiara verloren. Which means that unlike us who were sent back into the past, that girl has been in this world all along. Was bedeutet das, anders als wir, die hier zurückgeschickt wurden, dieses Mädchen schon die ganze Zeit zu dieser Welt gehörte. Yeah, I think that's right. Which would explain why she doesn't remember us. Ja, ich denke, das stimmt. Das würde erklären, warum sie sich nicht an uns erinnert. Now that you mention it, President Hanagata and Paiga didn't seem to recognize Fang either. Nun, wo du es gerade sagst, Präsident Hanagata und Paiga schienen Fang auch nicht zu erkennen. They may very well be completely separate from their other selves, with completely separate fates within this world.
Und sie scheint... Oh, entschuldigt. Und sie scheint komplett getrennt zu sein von ihr, von sich selbst. Also, und ihre Schicksale können auch ganz verschieden sein, wie in dieser Welt. Okay, but what about Lola? Aber was ist mit Lola? She definitely wasn't with us during that battle. But she clearly remembers us all. Sie war definitiv nicht bei uns während des Kampfes, aber sie erinnert sich dennoch an uns. Yeah, that part is strange. Ja, das ist dieser Part schon seltsam. When you're as amazing a fairy as me, strange stuff can just happen. Ja, wenn du so eine unglaubliche Fee bist wie ich, dann können halt seltsame Sachen passieren. You'll just take any opportunity you can find for self-promotion, won't you? Ah, du nutzt auch jede Gelegenheit, um dich selbst zu beweihräuchern, nicht? Ignoring Lola for now. I'm positive that Tiara's fate has changed. Nun, ignorieren wir Lola erstmal. Ich bin mir sicher, dass Tiaras Schicksal sich verändert hat. Not just her either. Me, Galdo, all of us. Our fates have all been distorted. Nicht nur sie. Ich meine, ich, Galdo, alle von uns. Unsere Schicksale sind total, haben sich total verändert. It's all thanks to that bastard Sherman. And maybe me too. Because we wish for the world to change. Und es ist alles dank diesem Bastard Sherman. Und vielleicht auch wegen mir. Weil wir uns gewünscht haben, dass die Welt sich verändert. That's exactly why I need to change the world one more time. With my own two hands. Und das ist, warum ich die Welt noch einmal verändern muss, mit meinen eigenen beiden Händen. I'm not gonna watch anyone else die. I'll use my own power to reshape fate. Ich werde nicht zusehen, wie jemand stirbt, wie noch jemand anderes stirbt. Ich werde meine Kraft dazu benutzen, dieses Schicksal selbst zu gestalten. Yeah. You're right. I'm gonna do my best too. Ja, du hast recht. Ich werde auch mein Bestes geben. Lola, where can we find the next Fury? Lola, wo können wir die nächste Fury finden? I thought you'd never ask. Next up is the Catechus Ice Cave. Okay, ab zum Ice Cave. Moment. Das haben wir so ohne Dings bekommen? Hey, bist du noch wach? Nun, ich war gerade dabei, schlafen zu gehen. Brauchst du etwas? Nein, nicht wirklich. Nein, nicht wirklich. Ich sah dich nur gerade und dachte, ich sag mal Hallo. Nun, die Umstände haben dazu geführt, dass ich mich deiner Gruppe anschließe. Aber ich habe keine Intention dabei, daran dein Freund zu werden. Also, wenn du nichts von mir brauchst, bitte geh. Mann, du bist echt so kleinkariert. Was hab ich denn gedacht, dass du mich hast? Was? Nun, sicherlich hast du es nicht vergessen. Hm? Ich habe nur rumgealbert. Habe ich wirklich was getan? Ich habe versucht, dich zu töten. Erinnerst du dich? Ah, ja, das. Das ist deine Reaktion? Nun, es ist alles Vergangenheit. Wasser unter der Brücke, weißt du? Also war unser Kampf auch total egal jetzt, oder wie? Natürlich nicht. Darum will ich ja sicher gehen, dass es nicht normal passiert. Du scheinst es ernst zu meinen. Natürlich, ich bin eigentlich immer ernst. Dann könntest du jetzt bitte gehen? Warum? Das ist nochmal der Teil, wo wir zu einem Einverständnis kommen und dann über sehr, sehr leidenschaftlich über seltsame Dinge, über alles sehr Art Dinge reden. Weil es bereits zu spät ist, oder willst du im Bett darüber sehr leidenschaftlich reden? Ich passe. Ah, schade. Du bist herzlich eingeladen, dich mir Gesellschaft zu leisten, wenn du dich einsam fühlst. Halt den Mund, wir sehen uns morgen. Natürlich. Alter, Mariana! Huch! Ich bin jetzt gerade auch mal interessiert, gerade daran, muss ich sagen. Ich kann mich aber nicht daran gewöhnen, in einem Hotel zu leben. Hier sind so viele Leute. Ich kann mich irgendwie nicht richtig einleben. Lass es dich nicht so sehr stören. Du wirst dich daran schon gewöhnen, früher oder später.
Ich will doch nur ein bisschen Privatsphäre. Ja, ja. Diese Welt hat sich echt sehr verändert zu der alten Welt. Glaubst du nicht? Ja, es ist irgendwie total anders. Ja, das ist so verwirrend. Das ist, weil du so ein Idiot bist. Personen ohne Gehirn sollten nicht so hart denken. Was? Wie kann ein Idiot wie du es wagen, mich Idiot zu nennen? Fokussiere dich einfach darauf, was vor dir liegt. Und wenn du das nicht magst, was vor dir liegt, dann ändere es mit Kraft. Das klingt nicht gerade richtig. Was ist denn daran falsch? Es gibt weiter noch andere, die ihre Erinnerung haben, richtig? Alles, was wir tun müssen, um unsere Stärke zu vereinen, und das wird schon einfach. Ich glaube, ich bin einfach nur froh, mit dir zusammen zu sein, Feng. Natürlich bist du das. Du könntest die ganze Welt absuchen und würdest niemals einen verlässlichen Typen wie mich finden. Das ist... Nun, eigentlich ist es genau das Gegenteil. Wenn ich nicht hier wäre, wer würde wissen, also was für rückliche Sachen du machen würdest? Was soll das denn natürlich bedeuten? Nun, genau, was ich gesagt habe. Genau, wie ich das gerade gesagt habe. Wenn ich nicht bei dir wäre, hättest du noch nicht mal mitbekommen, dass du in die Zeit zurückgereist bist. Das stimmt überhaupt nicht, ja? Um es klarzustellen, ich habe es eigentlich sofort realisiert. Ah, aber ich war es diejenige, die es rausgefunden hat. Erinnerst du dich? Das war ich, ja? Die dir nur, die dir ein Gefühl gelassen hat. Ich bin halt nett und so. Wann warst du denn bitte schon mal nett zu jemandem? Ey, ich war zumindest ein einziges Mal nett zu jemandem, ja? Also da war die Zeit so, also das war mal und weißt du, und... Nichts, ne? Huh? Mein Kopf tut weh. Vielleicht vermisse ich ein paar Erinnerungen. Ja, sicher. Das ist ein totaler Notfall. Lass uns einen Doktor holen, der sich deinen Kopf ansieht. Sicher, lach du mal nur. Jedenfalls war mein Punkt, dass man Sachen nicht zu sehr überdenken sollte. Denn Dinge erledigen sich nicht, wenn man nur daran denkt. Meine Nase juckt, entschuldigt. Oh, die restlichen Gespräche spare ich mir mal. So, Leute, bevor wir mal zum Kittikes IFK. Obwohl, ist ja Quatsch. So. Dann haben wir mal die beiden Furies. Warte, da. So. So cold. Did this place get colder since we were here last time? Ah, so kalt. Ist ja auch noch kälter geworden, seit wir das letzte Mal hier gewesen sind. You might be right. I should have grabbed my wool underwear. Du hast wahrscheinlich recht. Ich hätte meine Wollunterwäsche mitnehmen sollen. Oh, I have some. 200 gold a pair. Or 2 for 350. Limited time offer. Oh, ich habe welche. 200 Gold für jedes Paar. Und ihr bekommt 2 zum Preis von 350. Ein, ja, beschränktes Angebot. Stop trying to sell us stuff all the time. Hör auf, die ganze Zeit uns Sachen zu verkaufen. I'm sorry to hear you say that. I was gonna tell you about this portable hot pot set, but I guess. Es tut mir leid, dass du sowas sagst, aber ich war gerade dabei, dir von dieser... warmen, ich weiß nicht, was Hotpot heißt. I'll take it. How much? Ich nehme es, wie viel? Hey, knock it off! You can't go around eating Hotpot in a monster-infested dungeon!
Hey, hör auf, du kannst nicht hier einfach rumsitzen und Hotpot essen in einem, ja, in einer Höhle voller Monster. Silence! I'm cold and I'm hungry. Ach, sei ruhig, ich kann jetzt kalt und ich habe Hunger. If you want to mess around, please do it somewhere else. All your shouting has drawn the monsters to us. Wenn ihr rumalbern wollt, dann tut das bitte woanders. Alle euer Geschrei hat die ganzen Monster zu uns gezogen. Diese Punks sind gerade mal genug, um mich aufzuwehren. Ach ja, was soll man sagen? Oh, stimmt, da komme ich hier nicht weiter. Hallo? Ach da. Kein Bock auf diese Schlangen. Oh, da vorne ist sogar schon... Leute, ich würde mal sagen, ich beende die Folge mal für heute. Wäre super, wenn ihr mit eurer Fury voll auf den Like-Knopf knallen könnt. Denkt auch an den roten Fairy Drop und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao, ciao!